Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es meine Pinkbox Mai. Und ja, das ist übrigens eine ganz Special Edition, denn Happy Birthday an Pinkbox und das ist einfach der 10. Geburtstag. Unglaublich, ich bin seit dem ersten Geburtstag dabei. Das ist jetzt einfach schon 9 Jahre, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin mittlerweile auch schon 9 Jahre auf YouTube. Krass. Ich glaube, diesen Monat, ich kann euch mal. Ich bin im August 2013, habe ich meinen Kanal gestartet. Also im August sind es 9 Jahre. Ich gucke gerade mal. Es ist ein Dienstag. Vielleicht schaffe ich ja irgendwas Special-mäßiges zu drehen für euch. Es ist einfach 9 Jahre, so nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Oh Gott. Krass. Ja. Okay, aber auf jeden Fall, es ist der 10. Geburtstag, richtig coole Birthday Box. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Auf jeden Fall haben wir hier ein Magazin und ein Gutscheinheft. Und jetzt gehen wir mal rein. Es sind einige Produkte drin. Richtig gespannt drauf. Gucken wir mal. Und zwar das erste Produkt ist hier von Banana Beauty, der Kajal Eye Pencil. Richtig cool in schwarz. Richtig, richtig cool. Ich bin sehr gespannt, es gab ihn noch in so einem Champagnerton. Ich benutze Kajal ja eigentlich sehr selten, aber vielleicht finde ich hier irgendwas Cooles. Dann als nächstes habe ich hier von Essence den Extreme Shine Volume Lip Gloss in der Farbe 201 Magic Match. Und ich glaube, der ist auch richtig cool. Ja, der ist so rosa, glossy, ja, richtig cool, also bin mega gespannt. Wird auf jeden Fall in meinen nächsten Try Notes Videos wahrscheinlich dabei sein. Dann als nächstes ist hier von Catrice der More Than Nude Nail Polish in der Farbe 10, Hopelessly Romantic, und den finde ich richtig schön. Ich glaube, den mache ich mir mal auf die Nägel, ich muss unbedingt mehr Nagellack tragen. Denn ich baue auch mittlerweile eine ordentliche Sammlung auf. Dann als nächstes hier von Miro das Magic Theme Perfumized Bath and Shower Gel. Richtig gut. Ich liebe ja einfach Produkte. Ich liebe Duschgele und auch Badezusätze. Ich bade ja sehr gerne und deswegen werde ich das auch als Badezusatz einmal testen. Und ja. Dann als nächstes habe ich hier noch von Parfum Beauty der Heat Protection and Memory Balm. Das ist eine Hitzeschutzcreme. Richtig cool. Kenne ich gar nicht so aus solchen Tuben. Ich kenne es eher nur als Spray. Deswegen richtig cool. Freue ich mich drauf. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich hier noch von Be Natural das Acai. Acai, glaube ich, heißt das. Oder Acai. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ein Lip Balm. Richtig cool. Ich benutze ja sehr gerne Lip Balms und jetzt auch gerne wieder immer mehr, wo man nicht mehr so oft Maske tragen muss, überall. Nutze ich auch ganz gerne wieder Lippenstifte, wie man hier sieht. Ja. Und dann als nächstes ist hier von Treats ein Flamingo Paradise Badekugel drin. Auch richtig cool. Ich bin mega gespannt, wie die riecht und allem. Also riecht, glaube ich, sehr blumig. Freue ich mich richtig drauf. Und dann als nächstes ist hier noch von Lufos ein Lifting Booster 2 Phasen Maske. Einmal eine Clean Maske und ein Lifting Booster. Richtig cool. Und als vorletztes Produkt ist hier noch von Six ein Schmuck aus vergoldenem Stainless Steel. Richtig cool. Ich muss einfach viel mehr Schmuck tragen und auch mal meinen Schmuck aussortieren. Und gucken, was ich davon eigentlich noch benutzen möchte. Und sorry, Leute, wenn ich ein bisschen schnupfe. Ich habe irgendwie einen Schnupfen, bin aber Corona-negativ. Deswegen, ja, keine Ahnung. Irgendwie schalte ich von dem Warmkalt. Das hat mich ein bisschen erwischt und noch Pollenallergie dazu. Ist natürlich nicht vom Vorteil. Und als letztes Produkt hier in der Box habe ich von Wonder Candle eine Mini Wonder Card mit Wunderkerze. Richtig cool. So eine Herz-Wunderkerze in Rosé. Richtig cool. Ich habe solche Kerzen immer. Ich muss sie endlich mal
Das ist auch als Geschenk drinnen. Ich muss die endlich mal alle benutzen. An Geburtstagen oder sowas. Also, ja. Aber das war es auch mit der Pink Box. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt ihr mir einen Daumen hoch. Ich finde alle Produkte super und freue mich, sie zu testen. Und nochmal alles Gute an Pink Box zum 10. Geburtstag. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch zu meinen Aufgebraucht-Produkten. Tschüss!